Das ist ein Volltreffer. Ein Schimpanse schmeißt in einem Zoo in Südchina eine Wasserflasche auf Besucher und trifft eine junge Frau, die das Tier mit dem Handy filmt. Sie wird verletzt, das Handy geht kaputt. Hinter diesem gekonnten Hüftschwung des Schimpansen steckt aber alles andere als eine lustige Geschichte. Das arme Tier wird von den Besuchern bis aufs Äußerste provoziert und mit Gegenständen beworfen, bis es irgendwann zurückwirft. Selbst nachdem die Frau von der Flasche getroffen wird, werfen die Besucher wieder eine Flasche ins Gehege. Von den Zoo-Mitarbeitern greift offenbar niemand ein. Warum genau, ist unklar. Möglicherweise jedoch ringt der Zoo mit den Ausrastern des Tieres um Aufmerksamkeit. Auf Kosten des Affen und der verletzten Besucherin wird die Tierquälerei so zu einer makabren Attraktion.